Hier bin ich nun, in der Nähe der letzten bekannten Position von Alban, ein Mitglied meines Ordens. Ich habe den Auftrag erhalten, ihn zu suchen. Auf der Straße begegnete ich einen Fremden, der mir von einem Wirtshaus berichtete. Ich erkundete auch etwas die Gegend und fand nicht nur ein paar Splitter bei einem sehr gut verborgenen Skelett, sondern auch ein paar gefährliche Monster. Als es langsam dunkel wurde, bezwang ich nicht nur ein paar weitere Monster, sondern auch ein paar gefährlich aussehende Ratten, die mich mit ihren roten Augen angestarrt haben. Nimm das, Ratte! Des Weiteren pflückte ich verschiedene Blumen, vielleicht kann ich sie später einmal gebrauchen. Vor der Taverne sprach mich jemand an, als er gerade hinter einem Baum verschwand. Vielleicht hat er weitere Informationen, dachte ich mir und ging zu ihm. Als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, fand ich neben dem Strohlager etwas Glänzendes und hob es auf. Oh, ich erlernte eine neue Attacke, die ich sofort an den nahegelegenen Strohpuppen ausprobieren wollte. Mann, bin ich stark, dachte ich mir und ging in die Taverne hinein. Dort sah ich ein wunderschönes Mädchen, mit dem ich sofort begann zu sprechen. Als ich dann ein Bier bestellen wollte und mich an einen Tisch saß, rannte das Mädchen davon, den Blick nicht mehr auf mich richtend. Als ich mich wieder erhoben habe, kam sie doch zurück und ich dachte, ich könnte mir ein Bier bestellen. Doch leider hat sie mir wieder den Laufpass gegeben und rannte davon. Auch die anderen Gäste waren nicht gerade einladend. Einige sogar recht unfreundlich und beleidigten mich. Sie gehörten zu diesem anderen Clan, der Familie, die aus irgendwelchen Gründen meinen Orden nicht mag. Am liebsten würde ich ihnen ein paar aufs Maul geben, doch ich schweife ab. Ich muss meinen Ordensbruder finden. Zur Beruhigung wollte ich mir etwas Bier bestellen, doch der Wirt machte mir sofort klar, dass ich mich nicht in der Taverne mit der Familie anlegen sollte. Als ich ihn daraufhin nach Alban fragte, wollte er mir die Schlüssel zu allen Räumen geben. Wie nett, dachte ich mir. Leider war dies nur sarkastisch gemeint und ich muss ihn irgendwie Splitter besorgen. Nur habe ich keine 200 Splitter dabei. Aus Frust setzte ich mich in eine verlassene Ecke des Wirtshauses, nachdem mich ein weiterer Gast abgelehnt hatte, und trank dort aus Frust mein Bier. Alleine. Als ich dann wieder hinausging, sah ich den Trunkenbold von gestern Abend. Ich gab ihm ein Bier und er verriet mir, wo ich Splitter finden konnte. Ich machte mich sofort auf den Weg dorthin. Auf dem Weg sollte ich eine bestimmte Passage finden, wo ich abbiegen sollte, doch die habe ich leider verpasst. Und ich habe mich an einem alten, verlassenen Lager wiedergefunden, wo ich nicht nur etwas Nützliches fand, sondern mich auch ans Lagerfeuer setzte und ein paar Steaks grillte. Als ich wieder zurückgehen wollte, um den Trunkenbold eine reinzuhauen, fand ich die erwähnte Stelle und vermöbelte dort gleich auch einige Monster. Ich fühlte mich super stark und wollte dies gleich beweisen. Der Typ vorhin meinte was von gefährlichen Spinnen in der Gegend. Doch als ich in der Nähe der Spinnennetze kam, griffen mich Reißer an und mir wurde schwarz vor Augen. Um mich aufzuputschen, nahm ich die vielen Blumen, die ich auf dem Weg fand, zu mir, doch es tat mir nicht gut. Als ich es dann doch irgendwann schaffte, an den Reißern vorbeizuschleichen, schlug eine Spinne zu und mir wurde erneut schwarz vor Augen. Vielleicht war ich doch nicht so stark, wie ich dachte, und ging zurück in eine andere Richtung. Irgendwo muss ich doch die Splitter finden. In der Nähe sah ich eine Ruine, besiegte die dort lauernden Reißer und fand nicht nur ein paar Vasen, sondern auch einen Streitkolben, den ich sofort anlegte. Als ich dann ein Reißernest fand, sah ich erneut ein großes Muttertier, gegen das ich leider keine Chance hatte. Dies waren einige meiner Gedanken, als ich den Teaser zu Drover ausprobiert habe. Drover ist ein in Entwicklung befindliches 2D-Action-Rollenspiel des deutschen Entwicklers Just2D. Wenn ihr den Teaser selbst entdecken wollt, so könnt ihr ihn auch kostenlos auf Steam oder itch.io herunterladen. Ich hatte selbst nur ein wenig vom Anfang des Teasers gerade gezeigt, aber wenn ihr mehr erleben wollt und ein paar Stunden Zeit habt, dann probiert ihn doch einfach aus. Wenn ihr aber mehr zum Projekt und auch einige Aussagen der Entwickler hören wollt, dann schaut euch doch das Video von Gescheit gespielt an. Dies findet ihr hier links. Unten in der Kanalbeschreibung findet ihr auch ein paar Verlinkungen. Wenn ihr mehr von mir hören wollt, dann abonniert doch meinen Kanal hier rechts. Danke fürs Zuschauen und bis bald.